Hähnchenbrust mit Apfelsellerie-Gemüse. Zutaten: Hähnchenbrust unbekanntes Zeichen Filets, 600 Gramm, 1/2 Staudenzel unbekanntes Zeichen Leri, 1 Zwiebel, 2 EL Öl. Ein säuerlicher Apfel, 1/2 Glas eingelegte Kürbisse oder getrocknete Tomaten, 100 ml Geflügelbrühe, 2 EL Creme Fraiche, Salz, Pfeffer. Als bei unbekanntes Zeichen Lage Baguette oder Reis. Zubereitung: Hähnchenbrustfilets waschen, salzen, pfeffern. Staudensellerie in 3 cm lange Stücke schneiden, Zwiebel würfeln. Öl in der Pfanne erhitzen, Hähnchen von beiden Seiten anbraten, Gemüse dazugeben, eben unbekanntes Zeichen Falz anbraten. Mit Deckel. Circa 10 Minuten schmoren lassen. Apfel schälen, entkernen, achteln, zum Gemüse geben. Kürbisse oder Tomaten und etwas vom Saft dazugeben. Mit Geflügelbrühe aufgießen, mit Creme Fraiche binden und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Salat C. Zutaten: 6 Orangen, 6 Datteln, 3 EL Pinienkerne oder Mandelstifte, 1 EL frische Minzeblätter. Zubereitung: Orangenschäle unbekanntes Zeichen Lehn, weiße Haut vollständig entfernen und faltieren oder in Scheiben schneiden. Datteln entkernen, in feine Streifen schneiden. Pinienkerne oder Mandelstifte in der Pfanne ohne Fett leicht anrösten. Alles mischen, unbekanntes Zeichen hackte Minze drüber streuen. Zutat: für den Teig 200 Gramm Vollkornmehl oder Mehltype 1050, 1/4 I Milch, 4 EL Sahne, 2 Eier, 2 EL geriebener Käse, zum Beispiel Gouda, Parmesan, 2 EL Sonnenblumenkerne, Salz, Pfeffer und bekanntes Zeichen Fair. Als Gemüse: Iki, Kohlrabi, 1 LD. Karotte, 2 Lauchzwie unbekanntes Zeichen Bellen, 1 Bund Petersilie. Zubereitung: Zutaten für den Teig mit dem Handrührzweigerät verrühren. Kohlrabi und Karotte fein reiben, Lauchzwiebeln fein schneiden, unbekanntes Zeichen den Petersilie fein hacken. Alles mit dem Teig mischen, würzig abschmecken, in leicht gefettetem Waffeleisen oder in der Pfanne backen. Zutaten: 1/4 I fettarme Milch, 1 Würfel frische Hefe, 42 Gramm, 3 EL Honig oder Rohrzucker, 35 OG Weizenvollkornmehl, 3 Prise Salz, 6 OG Weichebad unbekanntes Zeichen Teer, 1 Ei, 3 EL geschmolzene Butter, 5 OG Rohrzucker, 2 TL gemahlener Zimt. Zum Bestreichen: Eigelb, 1 EL Milch, 1 EL Zimt/Zucker. Zubereitung: Milch leicht erwärmen, Hefe reinbröckeln, mit 1 TL Honig und EL Mehl gut verrühren. Abgedeckt etwa 10 bis 15 Minimum gehen lassen, unbekanntes Zeichen Senior. Den forte ich, restliches Mehl, Honig, Salz, Butter und Ei in eine große Schüssel geh unbekanntes Zeichen Ben und mit dem Handrühr unbekanntes Zeichen Gerät verarbeiten. Teig abge unbekanntes Zeichen deckt meint. 3 Uhr Minimum gehen lassen. Nochmal mit den Händen durchkneten und auf wenig Mehl zu einer 5 x 35 cm großen Teigplatte aus unbekanntes Zeichen rollen. Mit geschmolzener